Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen kleinen Try-on-Haul von Gemmes oder Gemmes? Jammes? Ich hoffe, irgendwie so spricht man das aus, weil ihr kennt das Online-Shopping, man liest einfach nur. Und ja, ich verlinke euch die Styles unten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, einmal ein rosa Oberteil. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu rosa, aber ich finde, es geht voll. Und das kann man hier einmal so zusammenbinden. Es hat so Ballonärmel und ich habe es jetzt auf eine Jeans kombiniert. Einmal das nächste Oberteil, das finde ich mega süß, weil das hier so voll die schönen Details hat. Es ist zwar für den Sommer eher, aber ich freue mich jetzt schon, wenn ich das im Frühjahr anziehen kann. Dann ein neues schwarzes Oberteil, das durfte natürlich nicht fehlen. Das hat hier einmal so Bänder, ich denke, da mache ich dann eine Schleife rein. Und das habe ich jetzt auch auf dem Jeans kombiniert, passend zu der neuen Jeans, die ich auch hier von bestellt habe. Die ist also auch eher für den Sommer oder halt mit einer Strumpfhose drunter, finde ich mega cool. Und ja. Der nächste Pulli, ich bin ja eh voll der Pulli-Fan, das wisst ihr ja schon. Der ist hier so mit Kapuze dran und so einen blauen Streifen. Yeah. Das nächste Oberteil, das ist so ziemlich rosa. Ich habe erst gedacht, ich sehe da drin aus wie eine Barbie, aber ich finde, es geht eigentlich voll. Weil eigentlich trage ich nicht so viel rosa, aber jetzt habe ich mich mal gewagt. So, dann habe ich einmal dieses schwarze Kleid mit dem roten Streifen an der Seite. Ich finde es mega cool. So, dann habe ich nochmal das Oberteil von eben angezogen, also dieses bauchfreie, was ich eben mit der Jeans anhatte, weil ich habe noch diese Leggings hier bekommen, die finde ich mega cool, vor allen Dingen hier diese Details und die ist mega kuschelig, also die hat voll den weichen Stoff und mega bequem, ich finde die echt cool. So, als nächstes einmal diesen Fake-Fell-Mantel. Ich finde den mega cool, allerdings habe ich nicht gesehen, dass der so Ohren hier oben dran hat. Die werde ich dann noch abmachen, die kann man, glaube ich, ganz leicht entfernen. Und finde ich echt cool, ich mag die Farbe voll gerne. Ist auch wieder super auf schwarz kombinierbar, was bei mir ja ein Muss ist. Und hat sogar auch Taschen. So, meine Lieben, das war mein kleiner Haul und alle Sachen verlinke ich euch unten und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr mich abonniert, damit ihr keines meiner Videos verpasst und wünsche euch noch einen schönen Tag.